Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr ja wisst, haben wir jetzt einige Male mit der Insta 360 gefilmt. Die ermöglicht diese Ego-Perspektiven, wo man den Fahrer aber noch sieht und auch besser erkennen kann, wie steil es tatsächlich ist. Ich weiß, am Anfang haben wir keine so guten Kritiken bekommen. Es dauert einfach, bis man sich da ein bisschen einfinden kann, was tatsächlich möglich ist und sinnvoll ist. Aber hinten raus, würde ich sagen, haben wir das jetzt ganz gut in den Griff gekriegt. Und mittlerweile gibt es ja nicht nur diese hier, das ist die Insta 360 One X, sondern eben auch diese Insta 360 R. Und die haben wir uns bestellt, packen die jetzt mit euch zusammen aus. Schau mal, was man alles tun muss, um die tatsächlich in Betrieb nehmen zu können. Und dann werdet ihr in nächster Zeit auch einige Videos damit auf dem Trail sehen. Wenn wir natürlich zurechtkommen. Ich meine, das erklärt sich ja quasi von selbst. Und das wissen wir selber auch noch nicht so genau. Aber hier seht ihr jetzt mal, da ist sie und was alles drin ist. Und hoffentlich ohne Coronavirus am Paket. Ich habe ein bisschen Angst. Lassen wir das. Schauen wir lieber mal rein. Also, wie gesagt, machen wir jetzt hier diese Insta 360R mit euch auf. Und da seht ihr schon mal die Verpackung. Das ist echt cool, finde ich, mit diesem Aufstecksystem. Ich hoffe, nicht allzu kompliziert. Und das ist dann dieses Bike Bundle. Das hatten wir ja bei der normalen Insta auch schon dabei. Schauen wir mal, ob das das gleiche ist. Das klingt auf jeden Fall immer nach ganz vielen Einzelteilen. Mit vielen Möglichkeiten, aber leider auch viel zum Ausprobieren. So. Und zwar sieht ziemlich ähnlich aus, würde ich sagen. Habt ihr mit dem eigentlich schon mal gefilmt? Mir klappt es den immer nach vorne oder nach hinten. Ich habe das ja dann hier am Helm und dann macht das irgendwann im oder geht euch das auch so? Und wenn ja, was kann ich dagegen machen? Dann habt ihr da hier noch diesen Brustgurt dabei. Ups. Dann die Lenkerhalterung. Wie gut, dass ich mir davon schon zwei gekauft habe. Dann eben noch die ganz normalen Aufklebeteile. Dieses Einhorn, das habt ihr ja gerade schon gesehen. Nochmal ein Aufklebeteil. Und alle möglichen Schraubadapter, die man nur finden kann. Was aber auch echt ganz praktisch ist, weil irgendwie verliert man da gefühlt ja auch doch immer mal wieder irgendwas. Und dann geht's hier weiter mit der Kamera. Juhu! Was leider jetzt nicht lieferbar war, ist der Mikrofonadapter. Dementsprechend haben wir wieder Mikrofonprobleme vermutlich. Aber das kriegen wir hin. Irgendwann gibt es überall Mikrofonadapter. Bin guter Dinge. So, jetzt wird's spannend. Seid ihr bereit? Soll ich sehr schnell. Ausgerutscht. So. Da. Geil. Was ich schon mal sehr gut finde, ist, dass die von der Form her eher ist wie die GoPro, weil dadurch, dass die Insta 360 One X dieses hohe Einhorn hatte, ist die halt immer umso mehr verrutscht, weil der Schwerpunkt ja ganz ungut war, sag ich mal. Und das ist jetzt auf jeden Fall geändert worden. Hier ist dann mit Fischei-Linse und hier original mit dieser Linse und echt richtig klein und kompakt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das unglaublich gut funktionieren wird. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Einsätze. Und ansonsten traue ich mich gerade gar nichts machen. Dann wird es aber einfach nur so eingehakelt. Ich würde sagen, das ist jetzt schon drinnen. Ja, hier gibt es mal noch so ein paar Beispiele, wofür sie tatsächlich eingesetzt wird. 8x Slow-Mo,
viermal Slow-Mo 360, Nightshots kann sie, Hyperlapse, Point-to-Track. Was ich gerade auf die Schnelle nicht sehe, ist, wie weit sie wasserdicht ist. Aber sie ist nämlich auch wasserdicht, soweit ich weiß. Was ich total cool finde, weil das war die andere ja auch nicht. Und das macht natürlich einiges leichter, gerade im Outdoor-Einsatz, weil da kann man ja doch nicht ganz ausschließen, dass man mal ein bisschen nass wird. Und hier nehme ich an, kommt jetzt gleich mal das Ladegerät zum Vorschein. Ah, nein, nicht nur, sondern auch noch so eine Art Outdoor-Case. Das erinnert mich jetzt auch sehr, sehr stark an die GoPro. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Art GoPro mit noch geileren Eigenschaften ist. Und was ich auch wichtig finde, ist dieser Schutz, wenn man es einsteckt. Sehr cool. Also ich finde, dass bei dieser Kamera wirklich an einiges gedacht worden ist, was bei der alten Insta noch gefehlt hat. Und die hat ja schon geile Funktionen gehabt. Und wenn die jetzt die gleichen geilen Funktionen hat, nur eben an alles gedacht wurde, dann bin ich gespannt, ob das jetzt nicht die geilste Kamera wird, die wir je im Einsatz hatten. Was mir allerdings tatsächlich fehlt, ist was zum Aufladen. Naja, aber die Kabel passen eh alle überall die gleichen. Vermutlich ist das eine ganz typische USB-C-Schnittstelle, wenn man jetzt noch wüsste, wo man laden könnte. Kurzer, schneller und einfacher Nachtrag. Das Ladegerät war hier noch unten drunter, da wo die Outdoor-Hülle drin war. Dann ist da auch noch so ein Putztüchlein dabei und Aufkleber. Und die meisten werden es eh schon verstanden haben, aber mit diesem Objektiv, was ja dabei ist, macht man die 360-Grad-Aufnahme. Und mit dem Objektiv, das original im Moment draufsteckt, da benutzt man sie wie eine GoPro als 4K-Action-Kamera. Jetzt machen wir mal noch den direkten Vergleich. Das ist die GoPro 8. Das ist die Insta360 ONE R. Und größenmäßig schenken die sich jetzt nichts mehr. Ihr seht, das ist wirklich fast, fast genau gleich groß. Sehr, sehr, sehr geiles Teil, würde ich behaupten. Und jetzt halte ich gerade mal noch die alte Insta hin, für alle, die das vielleicht nicht im Kopf haben. So, für alle, die das vielleicht nicht direkt im Kopf haben, da habt ihr jetzt die alte Insta360 ONE X, die neue ONE R und hier nochmal die GoPro 8. Alles direkt im Vergleich nebeneinander. So. Hier dann noch das Gehäuse für die Insta. Ich stelle es mal so rum. Jetzt zum Öffnen einfach unten drücken, dann klickt es wieder raus. Und was ich jetzt leider immer noch nicht weiß, ist, wo es laden kann, muss, soll. Hier wird dann vermutlich geladen und das werde ich jetzt auch gleich mal tun. Und dann sehen wir uns damit das nächste Mal auf dem Trail oder beim Skifahren. Ich kann es euch noch nicht genau sagen. Wobei ich denke, schon morgen auf dem Trail und zwar am Feuerköpfel wahrscheinlich. Also, schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Sollte es irgendwelche Fragen, Anregungen oder Ähnliches geben, dann auf jeden Fall super gerne ab in die Kommentare. Und auch wenn ihr irgendwelche Vorschläge bezüglich unserem Tonproblem habt oder eben für andere Kameras, die richtig geil für uns sein könnten, dann scheut nicht, schreibt alles in die Kommentare. Wir freuen uns über jegliche Anregung. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!